Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Oliver. Nee, nicht, diesmal nicht, diesmal habe ich sie gekriegt. Ich habe sie unten aufgeruppt. Und zwar habe ich Kopfhörer bekommen. Ihr könnt euch vielleicht noch erinnern an diese P8 oder wie die hießen. Die habe ich ja auch gekriegt und da hat mich der Hersteller gefragt, warum und weshalb, und habe ich dem gesagt, was mir daran nicht gefallen hat, und dass ich da halt nur sagen kann, dass es halt Billigware ist und dass es für den Preis aber auch andere gibt und dass die halt nicht gut sind. Na, fassen Sie sich minderwertig an. Und er hat dann gefragt, ob ich dann halt die neuen mal testen wollen würde. Sagt mir klar, warum nicht? Vielleicht habt ihr ja was verbessert. Also die anderen, die preisgünstigen, wenn die noch ein bisschen preisgünstiger gewesen wären, wären die für den günstigeren Preis okay gewesen. Aber den sie kosten sollten, und dann da so ein paar scharfe Ecken drinne und so, das Pflaster hat sich billig angefühlt und so, das war halt nicht schön. Dann kann ich nicht mit ruhigem Gewissen sagen, oh klar. Anleitung. USB, oh, USB-C sogar. Endlich. Ein Klinkenkabel mit Bedienelement. Schöner Druckpunkt. Das Plastik knirscht nicht gleich mit. Also nicht ganz so billig verarbeitet. Hatte ich auch schon. Drückst du hier beim An- und beim Mikrofon Stummknopf war, und das Plaster hat dir mit dir knirscht oder hast du halt durchgepiekt, ja, durchgeknüppelt, ja. Ach, das ist der gleiche wieder. Bloß anderes optisches Aussehen. Und dass da Wireless steht und dass die schwarz sind. Ja, das sind sie wohl. USB-C, Klinkengabel, das Headset. Das gucken wir uns im Hardware-Video genau noch an. Hier kommt das Headset rein. Hier haben wir dann noch Bedienelement. Hier ist USB-C. Hier kommt eine SD-Karte drin. Das ist genau das Gleiche. Aber das Schwarze, das werde ich mir dann nehmen für Fernseh, dass ich Fernsehen gucken kann, weil ich habe momentan halt so auf dem rechten Ohr, ich höre auf dem rechten Ohr kaum was und muss dann halt dementsprechend den Sound sehr laut machen, damit ich was höre, wenn ich Fernsehen gucke, und da haben sich die Nachbarn jetzt schon beschwert, deswegen brauche ich da unbedingt ein paar Kopfhörer, die ich dann halt per Bluetooth mit dem Fernsehen verbinden kann. Ja, Verarbeitung. Ja. Sieht soweit okay aus. Aber es ist wieder halt hier dünnes Plastik. Die Ecken nicht abgerundet. Die sind wirklich spitz. Er würde vom Design dann kacke aussehen, wenn sie abgerundet wären. Aber also wirklich minimal ein bisschen abgerundet, wirklich, weil die sind wirklich. Okay, wir werden sie mal testen. Aber halt jetzt noch nicht. Ich muss halt erstmal wieder vernünftig hören. Weil ich möchte mir kein Urteil darüber erlauben, in der Zeit, wo ich halt noch nicht richtig höre. Deswegen wird es. Hardware-Video dann etwas später kommen. Oder beziehungsweise ich werde es dann veröffentlichen, wenn ich das Hardware-Video gemacht habe. Weil ich kann das nicht. Ich kann nicht sagen, jetzt hier, wir testen das jetzt. In der Zeit, wo ich kaum was höre auf dem rechten Ohr und sage dann, ja, das ist doof vom Sound her oder das ist das und so, das wäre unfair. Auch wenn es ein preisgünstiges Headset ist, wäre dem Headset, das wäre unfair. Das wollen wir nicht, das mache ich nicht. Aber ich muss halt mal das Unboxing-Video erstmal machen, dass ich das hier beiseite räumen kann, weil das stapelt sich hier. Naja, da bin ich mal gespannt.
So, das soll es jetzt erstmal für das Unboxing gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wie ein Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ahoi, sagt euer Odin.